Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Fashion-Video von mir. Ich bin heute richtig happy, weil ich darf euch nochmal neue Bikinis von Capshi vorstellen. Ich habe euch schon mal ein Video gedreht, vor 2 Monaten, denke ich. Und sie sind wieder auf mich zugekommen, also das Video ist in Kooperation mit ihnen, weil es einen ganz besonderen Anlass gibt. Und zwar wird Capshi 6 Jahre alt. Und deswegen, Leute, gibt es auch einen mega krassen Sale gerade auf deren Webseite. Bis zu 50% könnt ihr da sparen. Ich habe euch alles in der Infobox verlinkt und auch alle Teile, die ich heute anziehen werde. Das Wetter hier in Österreich ist wirklich nicht sehr schwimmfreundlich, aber ich freue mich schon so darauf, die im Urlaub oder dann beim See im Sommer anzuziehen. Und dann kann ich euch mehr über Qualität und Haltbarkeit und sowas erzählen. Aber ich werde euch heute wieder 6 Teile, glaube ich, sind sehr angezogen zeigen. Es ist wie immer ein Bikini-Try-on-Haul. Ich sage es immer von Anfang an, ich habe kein Problem, mich mit Bikini zu zeigen. Ich mag es nämlich, dafür zu stehen, dass man zu seinem Körper stehen soll und stolz auf seinen Körper ist. Und das möchte ich auch irgendwie vermitteln. Und ja, ich habe deswegen auch kein Problem, mich angezogen zu zeigen. Ich werde euch hier einen kleinen Teil immer einblenden. Ich hoffe, ihr habt da auch kein Problem. Und ja, ich freue mich schon. Ich habe die Bikinis noch nicht anprobiert. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, dann würde ich sagen, holt euch was zum Trinken. Ich habe mir hier einen Eiskaffee hergerichtet. Das sieht auch richtig fancy aus. Und dann würde ich sagen, los geht's. Fangen wir mal mit dem auffälligsten Bikini an. Ich weiß nicht genau, wieso ich den bestellt habe. Ich habe gedacht, ich möchte mal ein bisschen abenteuerlustig sein und mal was wagen, vielleicht mal eine Farbe probieren. Ich bin normalerweise nämlich immer so die Basic, also die Basic-Farben mag. Und jetzt dachte ich mir, komm, nimmst du mal einen Neon-Orangen-Bikini. Ich fand den, der sah am Model so schön aus und ich denke mir, dass der, wenn ich gebräunt bin, vielleicht auch richtig schön aussieht. Irgendwie, seht ihr, ich finde, der ist richtig cool und vor allem, ich finde den Rücken, der sieht so nice aus. Also, ich stelle mir das richtig cool vor. Und solche Oberteile mag ich richtig gerne, weil ich finde, die kann man auch einfach so anziehen zu High-Waist-Jeans oder halt so zu kleinen, also zu Shorts oder, keine Ahnung, ich finde, die kann man einfach immer anhaben und die sehen auch immer so sportlich und cool aus. Und dann noch mit einer Jacke drüber, dann sieht es einfach cool aus. Also, ich habe auch von der letzten Kooperation mit Capshi habe ich mir auch solche Oberteile geholt. Könnt ihr mal schauen, weil die finde ich richtig, richtig cool. Und ich habe da auch ein paar Fotos mit denen gemacht. Ich kann euch die mal einblenden. Also die fand ich auch richtig cool und ich finde, man sieht gar nicht wirklich, dass das jetzt ein Bikini-Oberteil ist. Aber ich setze mich mal hierher, weil dann kann ich euch das Ganze hier besser einblenden. Bei der Hose, muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, weil die sieht mega High-Waist aus. Ich bin mega gespannt. Also ich habe jetzt keine Probleme mit knappen Hosen, aber ich habe auch meine Grenzen. Also ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Dann kommen wir auch zu einer besonderen Farbe, die ich so noch nie gehabt habe und wo ich auch richtig gespannt drauf war. Es war zu einem Fliederton. Den Bikini finde ich auch. Der sieht so süß aus. Und der Rücken ist wieder richtig besonders. Ich stehe dieses Jahr sowieso richtig auf Rücken, falls ihr das gemerkt habt. Also ich liebe rückenfreie Sachen. Ich liebe Tops, die irgendwas Besonderes am Rücken haben. Ich finde, das sieht irgendwie ganz gleich voll besonders aus. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Bikini und freue mich schon, den anzuziehen. Was ich dazu sagen muss bei Capshi, ich habe nämlich manchmal bei anderen Bikini-Firmen manchmal so ein bisschen Probleme mit solchen Windelhosen, falls ihr versteht, was ich meine. Also die High-Waist sind und die aber hinten so komische Falten schlagen. Und das, finde ich, ist bei Capshi nicht der Fall, bei den Bikinis, die ich bestellt habe. Also das sah hinten auch alles immer richtig gut aus und die hatten auch, also das ist zum Beispiel jetzt auch eine High-Waist-Hose. Und ich bin sehr gespannt, wie die aussieht. Ich finde nämlich, High-Waist-Hosen können gleich mal kritisch sein, eben wegen den Windelhosen. Aber eben, ich habe gute Erfahrungen gemacht, deswegen bin ich sehr gespannt auch auf die Hose. Ich finde, die sieht nämlich echt richtig gut aus. Dann kommen wir zu einem anderen Bikini. Der sah auf dem Model auch richtig, richtig gut aus. Und zwar der Bikini. Ein gestreifter Bikini, blau, und der ist mega High-Waist, also der ist richtig, richtig groß und hat hier auf der Seite auch solche Schnürungen. Da bin ich auch richtig gespannt. Das ist jetzt das erste Oberteil, was man zumachen kann hinten. So aus, das finde ich genauso. Kann man einfach so eine High-Waist-Hose anziehen und schon schaut der Look cool aus. Und dann noch eine Jacke oder ein Hemd drüber und dann sieht das mega aus. Und
Das kann man zum Beispiel jetzt auch da hinten verstellen, also hinten zumachen. Bei den Trägern kann man dann nichts verstellen. Bei den anderen, also bei dem Orangen, konnte man hier bei den Trägern was verstellen. Dann kommen wir zum nächsten Experiment meinerseits, man sieht es schon. Und zwar, keine Ahnung, was das jetzt für eine Farbe ist, es ist auch orange, aber es ist irgendwie eine andere Farbe, seht ihr das? Ich würde eher, ja, das ist eigentlich schon auch orange, aber I don't know. Ich stehe normalerweise gar nicht so auf so Neonfarben, aber irgendwie sah die so cool auf dem Model aus und ich dachte mir so, ich probiere es jetzt einfach mal. So ein Bandeau-Bikini, so sieht der aus, der hat aber hier oben solche Träger und der hat hinten so ein Criss-Cross zum Zubinden. Und das, finde ich, sah einfach auf den Bildern so schön aus und ich stelle mir das einfach cool vor, wenn man so braune Haut hat und dann so einen mega auffälligen Bikini. Ich stelle es mir cool vor. Ich bin sehr gespannt. Ihr seht das jetzt hier eh auch angezogen, also ihr seht das quasi jetzt vor mir. Die Hose dazu, die ist auch besonders, weil die hat hier auf der Seite solche Cutouts. Ich hatte noch nie so eine Hose mit solchen Cutouts, aber ja, freue mich schon sehr, die anzuziehen. Ich habe, by the way, alle Bikinis in der Größe S gekauft, außer den hier, den gelben. Und deswegen glaube ich auch, dass der mir ein bisschen zu groß ist, aber ich habe den für eine Freundin bestellt und deswegen habe ich den in M bestellt. Falls ihr euch wundert, dann beim Anziehen, dass der sitzt wahrscheinlich ein bisschen größer, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da kann man auch hier oben das verstellen. Also das finde ich immer richtig cool, wenn man das verstellen kann, weil das erleichtert einfach, weil meistens, ich habe manchmal Bikinis, die sitzen irgendwie hier oben und drücken alles rauf und es wäre einfach mega, wenn man da irgendwie hinten das verstellen kann. Deswegen schaue ich da immer besonders darauf. Aber ich finde den Bikini auch so, so schön und so toll. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Der hat auch einen besonderen Stoff, finde ich. Seht ihr hier? Und die Hose sieht auch mega aus. Also eben, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen größer. Also ich kann mir vorstellen, dass das mir ein bisschen zu groß ist. Aber die sieht richtig, richtig schön aus und ich bin sehr gespannt, wie es ihr gefällt. Und der letzte Bikini, und da freue ich mich auch unglaublich drauf, das ist ein schwarzer Bikini. Ich wollte so lange mal einen schwarzen Bikini haben und das ist wirklich, ich glaube, mein absoluter Fave, weil... Oh, wow, ich bin komplett im... Ich ziehe mich mal aus, dann seht ihr das besser. Er hat erstens mal eine richtig süße Form, zweitens mal finde ich hier oben diese Rüschen hier so, so cool und so süß und ich glaube, ich sage schon wieder, glaube ich, viel zu oft süß und dann kriege ich wieder in den Kommentaren zu hören, dass ich viel zu oft das Wort sage. Den finde ich richtig cool. Der hat auch verstellbare Träger, seht ihr hier hinten. Den kann man hier aber, also das ist quasi auch so ein Bandeau, das geht die ganze Runde. Man kann es nicht verstellen bis auf die Träger. Die Hose, finde ich, sieht auch richtig vielversprechend aus, weil, ich versuche die mal so schön... Also erstens ist die High-Waist und High-Waist-Hosen sind immer cool. Und zweitens hat die hier so einen V-Schnitt und irgendwie finde ich das ganz interessant. Und ja, das sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Und ich bin sehr gespannt, alles anzuziehen. Ihr habt das jetzt ja alles schon gesehen. Dann würde ich sagen, ziehe ich das Ganze mal an und genau. So, ich sitze jetzt wieder frisch hier. Ich habe jetzt alle Bikinis angezogen und ich finde wirklich alle so schön. Ich war von jedem Einzelnen so überrascht. Ich finde wirklich jeden mega schön. Meine Favorites, irgendwie, es ist so schwer, meine Favorites zu sagen. Den schwarzen liebe ich, den lilanen, also mag ich mega gerne. Und die anderen zwei orangen, neonorangen, die finde ich auch so toll. Also ich bin wirklich mega überrascht und ich liebe es einfach, wie die geschnitten sind. Der gelbe, der war mal leider zu groß, aber das habe ich euch ja auch davor gesagt. Also ist logisch, wenn ich eine Nummer größer nehme. Und falls ihr euch nicht sicher seid wegen der Größe, falls ihr normalerweise S habt, dann passt S. Falls ihr M habt, dann passt M und so weiter. Was ich aber auch richtig toll finde an Capschi, es geht von XS bis zu XL. Das heißt, die haben eine große Breite von Größen und von dem Preis her ist auch für jeden was dabei. Und wie gesagt, die feiern gerade ihr 6-jähriges Jubiläum. Deswegen gibt es einen mega Rabatt auf deren Seite. Also falls ihr mal vorbeischauen wollt, dann wäre jetzt vielleicht die richtige Möglichkeit. Schaut auch in der Infobox vorbei, das sind alle Links und alles, was ihr braucht. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ich wieder mit Ihnen eine Kooperation haben durfte und mir Bikinis aussuchen durfte. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bye!